zum Thema die Verhärtung der Herzen. Sagt Allah in der 39. Sure, im 22. Vers, فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ So weh denjenigen, deren Herzen gegen Allahs Ermahnung verhärtet sind. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Sie befinden sich wahrlich in einem richtigen, in einem deutlichen Irrtum. Es sind jene, die sich weder durch Unterrichte noch durch eine Nasir ändern werden können. So sagt Allah, wenn eine Sure als Offenbarung herabgesandt wird, dann gibt es unter ihnen manche, die sagen, wem von euch hat dies seinen Glauben vermehrt? Wenn Allah eine Sure herabgesendet hat. Wen hat das euren Iman vermehrt? Ein Bild aus der Zeit von Asr Sadat. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Was nun diejenigen angeht, die glauben, so hat sie ihren Glauben vermehrt und sie freuen sich über die frohe Botschaft. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Krankheit ist, so fügt sie ihrem Gräuel noch weiteren Gräuel hinzu und sie sterben als Ungläubige. Das ist so, weil es so ist. Nicht der Koran, derjenige, der ihn verliest, wird dadurch Muslim. Unsere Gelehrten sagen, Rubbetalin yal'anahul Quran. Viele Leser verflucht der Koran. Und der Koran ist so ein extremes, heftiges Buch. Einigen von ihnen wird er den Iman stärken und einigen von ihnen wird er zum Kafir machen. Es gibt einige Leute, ein Paradebeispiel in der Türkei, Celal Şengör, der sagt, ich habe den Koran gelesen und ich habe gemerkt, dass er nicht von Gott ist. Weil die wissenschaftlichen Punkte, die dort alle gesagt werden, sind alle fake, die stimmen gar nicht. Er ist Wissenschaftler, er ist Geologe. Manchmal denke ich aus, er ist Gynäkologe, aber er ist Geologe. Er ist auch guter Geologe. Wirklich guter Geologe. Er hätte einfach nur Geologe bleiben müssen. Aber letztendlich ist er auch ein Professor und viele hören den in der Türkei zu. Und er sagt, ich habe den Koran gelesen und ich merke, dass er nicht von Gott ist. Weil das ist Tatschmas Afashelan. Sinnlose Sachen. Die Sachen, die wissenschaftlich sind, sind nicht wissenschaftlich. So, Achtung. Der Koran sagt ja auch nicht, jeder, der ihn liest, wird Muslim. Der sagt nämlich genau das Gegenteil. Einigen von euch wird, von ihm wird er den Iman vermehren und einigen von ihm wird er den Kufur vermehren. Der Prophet a.s. sagt zu den versteinerten Herzen, redet nicht viel, außerhalb des Zikrs gegenüber Allah. La taksurul kalam bi ghayri zikrillah. Denn das viele Reden ohne das Gedenken Allahs versteinert das Herz. Gewiss, jener, der Allah am entferntesten ist, ist jener, dessen Herz versteinert wurde. Jetzt kommen wir machen die Operation weiter. Jetzt kommen wir zu der Versteinerung des Herzens. Gründe dafür. Gründe für die Versteinerung der Herzen sind fünf. Es gibt fünf Gründe, warum die Herzen versteinert werden. Der erste ist, außerhalb des Gedenken Allahs viel zu viel zu reden. Das ist gerade wie in dem Hadith, was ich eben gerade verlesen habe. Also, ihr redet mehr, als ihr Zikr macht. Das kann zu der Versteinerung der Herzen führen. Das zweite ist, das Versprechen, welches man an Allah geleistet hat, zu brechen. Das führt auch zu der Versteinerung. So sagt Allah, فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً Dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, haben wir sie verflucht und ihre Herzen hart gemacht. In einem anderen Vers steht geschrieben, und haltet den Bund Allahs, wenn ihr einen Bund geschlossen habt, und brecht nicht die Eide nach ihrer Bekräftigung. Also der zweite Grund ist, warum die Herzen versteinert werden, ist, wenn man das Versprechen bricht, was man Allah geleistet hat. Und zwischen dem Menschen und zwischen Allah gibt es drei Arten von Versprechen. Es gibt drei Arten von Versprechen, acht sagen wir dazu, Ahit Leshme, gibt es drei Versprechen. Das erste Versprechen ist aufgrund des Tauhids und des Imans. Das ist das Mithaq-Beweis, bevor wir erschaffen wurden. Unsere Seelen wurden ja befragt, wer ist euer Herr? Wir haben gesagt, unser Herr ist Allah. Dann ist es der Iman, die Shahada. Das ist der erste Punkt. Also das Versprechen aufgrund des Tauhids und des Imans. Zweitens, Versprechen, die aufgrund von Ibadah und Folgeleistung abgeleistet wurden. Gibt es auch Versprechen. Und wisst ihr, wie interessanterweise der Koran zu diesem Beispiel ein Beispiel gibt? Ich finde das sehr interessant. Das habe ich gerade gesagt. Guck mal, das ist sehr interessant. Wenn man im Islam lebt, dann sieht man plötzlich, aber du musst es leben, nicht lesen. Du musst das Praktische
ausführen, damit du die Verse besser verstehst. Das, was ich vorhin über ein Beispiel, über eine Anekdote gesagt habe, werden wir jetzt hier sehen. Guck mal. Das zweite ist, aufgrund einer Ibadah und einer Folgeleistung ein Versprechen brechen. In der Surah Taube im 75. bis zum 77. Vers steht geschrieben, Achtung, unter ihnen gibt es manche, die gegenüber Allah eine Verpflichtung eingegangen sind, indem sie gesagt haben, wir machen das. Wenn er, pass auf jetzt, wenn er uns etwas von seiner Huld gewährt, werden wir ganz gewiss Almosen und Sadaka geben und ganz gewiss zu den Rechenschaffenden gehören. Als er ihnen aber von seiner Huld gewährt hatte, geizten sie damit und sie kehrten sich widerstrebend ab. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ وَمَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. So setzte er als Folge davon in ihre Herzen Heuchelei bis zu dem Tag, an dem sie ihm begegnen werden. Dafür, dass sie gegenüber Allah brachen, was sie ihm versprochen hatten und dass sie zu lügen pflegten. Was soll ich hier drauf noch sagen? Gar nichts. Das dritte Art des Versprechens ist, wenn man Allah ein Versprechen gibt. Also erste war Tawhid und Iman Versprechen. Das zweite ist auf Folgeleistung und Ibadah ein Versprechen geben. Und das dritte ist Versprechen, die aufgrund von Sünden abgeleistet worden sind. Versprechen, die aufgrund von Sünden abgeleistet worden sind. Jetzt würdet ihr sagen, wie soll ich Allah versprechen, Sünden zu machen? Nein, genau das Gegenteil. Damit ist die Reue, das Taube nach der Sünde gemeint. Denn jede Taube ist ein aufgefrischter Vertrag mit Allah. Denn jede Taube ist ein aufgefrischter Vertrag mit Allah. Und denn, wenn ihr nämlich Reue zeigt und Istighfar macht, dieses Istighfar, diese Taube, ist ein Versprechen, die nach einer Sünde abgeleistet worden ist.